Ich möchte euch heute zeigen, wie ihr so einen Schneemann mit Kindern basteln könnt. Es gibt zwei Varianten, wenn ihr die Glasuren von mir verwendet, die eigen hergestellt sind, dann könnt ihr den Schneemann sofort nach dem Herstellen bemalen. Ansonsten bringt ihr die Schneemänner getrocknet zu einem Keramiker eurer Wahl und lasst sie dort farblich brennen. Was werden wir dazu brauchen? Wir brauchen ein Brett, eine Unterlage. Ich habe vorbereitet eine Unterlage mit seitlich aufgeklebten Leisten, um genau einen Zentimeter ausholen zu können. Einen Nudelwalker, ein Messer, vielleicht wenn mit Kindern gearbeitet wird, sollte es vielleicht nicht ganz so ein spitzes Messer sein. Eine Gabel, Ton, ich empfehle einen 468er schamottierten Ton, Kreaton. Bitte auf jeden Fall diese Kleber aufhalten, damit die Informationen an den Keramiker weitergegeben werden können. Man kann natürlich bei so einem oder bei so einer Figur auch Restton verwenden, der noch formbar ist. Schlicker. Schlicker ist getrockneter und wieder nass gemachter Ton. Da gibt es ein eigenes Video, wie man den erzeugt. Wenn es euch interessiert, einfach anschauen. Ich empfehle eine Waage, um den Ton abzuwiegen, wenn man die einzelnen Teile macht, damit man die Werkstücke ähnlich groß machen kann. Die Ausstechformen, ein Kreis oder Blumenform für den Boden, zwei verschieden große für die Blumen, beziehungsweise man kann auch solche Stempel oder Ausstecher nehmen, Stern oder Blumenformen. Jetzt kommen wir zu Details, wenn man sie bemalt, empfehle ich einen Bierdeckel als Untersatz zum Malen, weil man damit die Ware dann transportieren kann und nicht so aufpassen muss mit dem Herunterbatzen. Für die Farben, wir haben Weiß, Rot, Gelb und Schwarz, habe ich auch dementsprechende Becher vorbereitet mit einer kleinen Markierung, damit sich die Kinder dann auch leichter tun beim Anmalen. Pinsel und auf jeden Fall einen Quirl, um die Farben gut umrühren zu können. Gut, wir beginnen. In diesem Fall nehme ich jetzt Tonreste her und wir brauchen pro Werkstück bzw. pro Kind brauchen wir 400 Gramm Ton. Das können wir uns abwiegen mit der Waage. Ist schon zu viel. Passt. Wir brauchen für den Boden bzw. für die Bodenplatte brauchen wir 200 Gramm. Zum Thema Bodenplatte. Ich würde immer empfehlen, Werkstücke, wenn es welche gibt, auf eine Platte draufzusetzen. Wichtig ist auch das Transportieren der Werkstücke. Das heißt, wenn ich den Schneemann nur alleine mache und ich ihn zum Brennen zum Beispiel transportiere, kann er leicht umfallen. Ja? Wenn ich ihn aber jetzt auf eine Bodenplatte setze, dann ist er sehr stabil und kann nicht so leicht umfallen und kann auch nicht so leicht brechen. Ich habe jetzt 200 Gramm heruntergewogen, also herausgewogen aus diesem Stück Ton. Bitte den Ton immer auf Plastik zu legen, nie auf Holz liegen zu lassen, nicht zu lange in der Hand halten, um ihn nicht austrocknen zu lassen. Eine kleine Kugel formen und bei dem Brett auswalken. Beim Auswalken, so wie bei den Keksen, immer wieder nachdrehen, damit er auch schön rund wird. So, jetzt kann man natürlich den Boden auch so lassen, wie er jetzt ist. Ja, es ist eine natürliche Form, er hat schon eine kreative Randgestaltung mit kleinen, feinen Rissen, spielt überhaupt keine Rolle, er würde nicht brechen. In diesem Fall werde ich ihn jetzt aber ausstechen mit so einer kleinen Blumenform. Ich setze sie drauf, drücke sie durch und habe eine schöne Blumenform.
Den Restton gebe ich wieder zu einer Kugel und auf die Seite. Das nächste Stück ist die unterste Kugel. Für die unterste Kugel haben wir 100 Gramm. Tara. 101, das ist okay. Ich forme eine Kugel und klebe sie nun mit Schlicker auf die Unterlagsplatte. Schlicker kleben, entweder mit einer Gabel oder mit einem Pinsel, leicht den Schlicker auftragen. Und dann ist ganz wichtig, ja, nicht nur aufsetzen, sondern aufsetzen und unter Druck so lange hin und her bewegen, bis man das Gefühl hat, okay, jetzt lässt es sich nicht mehr drehen. Eine kleine Kontrolle ist auch noch, wenn man das Werkstück damit aufheben kann, dann hält es auch. Was ich vergessen habe jetzt gerade zuerst, das wäre, wenn man die Platte, nur die Platte ausgeschnitten hat, signieren. Ganz wichtig, damit man auch die Werkstücke dann später wieder zuordnen kann. Wenn man sie jetzt muss ich sie in die Hand nehmen. Zuerst hätte ich sie nur umdrehen müssen und eine Signatur anzubringen. Eventuell auch darauf achten, gleiche Signaturen. Ja, dann muss man halt einen Namen, den Familiennamen ausschreiben. Gut, die zweite Kugel, der Bauch, hat dann 50 Gramm. Zu wenig. Wieder eine Kugel formen oder von den Kindern formen lassen. Weiters empfehle ich, gerade bei Kursen mit Kindern, sich je nach Fertigkeiten der Kinder zu orientieren und mehr als wie im Kindergartenalter sowieso nicht mehr als wir zwei oder drei Kinder maximal zu betreuen, ansonsten wird das Ganze nichts werden. Eventuell aus Erfahrung, wenn man den Kindern ein Stück Ton, ja, ein kleines, in die Hand gibt und sagt, okay, ihr könnt immer etwas mit diesem Stück Ton machen, was ihr wollt, aber das Gefäß, das wir gerade fertigen, das wird nur mit meiner Anleitung gemacht oder gemeinsam gemacht, das ist ein guter Tipp, also das funktioniert meistens. Wieder das Gleiche, das heißt, aufsetzen und so lange hin und her bewegen, bis man das Gefühl hat, es lässt sich nicht mehr bewegen. Wieder die Kontrolle, lässt sich aufheben. Den Schlicker, der sich seitlich herausgedrückt hat, mit einem Schwamm, das habe ich apropos vergessen, Schwamm und ein Kübel mit Wasser, sollte in der Vorbereitung auch immer dabei sein. Der Kopf ist mit 30 Gramm. Der Kopf ist jetzt keine wirkliche Kugel mehr, spielt aber nicht so eine große Rolle. Der Kopf ist jetzt noch eine Kugel. Beim Olaf ist es so, dass es eher eine kleine Eiform ist. Wieder mit Schlicker ankleben. Ein bisschen aufpassen, was auch von den Betreuern ausgehen sollte, dass die Kugeln nicht dann irgendwie nach hinten kippen, sonst würde auch das Gefäß nach hinten kippen oder das Werkstück nach hinten kippen. Schauen, dass da eine kleine Kontrolle ist, dass das ja ziemlich in einer Linie nach oben geht. Gut, der Körper ist sozusagen jetzt fertig. Wir werden als nächstes die Nase und dann die Augen machen. Hier werden wirklich ganz kleine Tonstücke gemacht und eine Kugel zu einer Tropfenform geformt. Man sieht es vielleicht wahrscheinlich jetzt nicht sehr leicht. Und wieder mit Schlicker gut angeklebt. Auch wieder hier nicht nur hinlegen, sondern wirklich wieder andrücken und ein bisschen hin und her drehen.
wenn die Kinder den Schlicker auftragen und sie dann die Kugel drauf geben, ja, dann muss ich als Betreuer noch einmal die Kugel nehmen und etwas andrücken, ja, um auch die Kontrolle zu haben, dass das wirklich dann auch hält. Die Augenpaare sind auch nichts anderes ist wie zwei kleine Kugeln. In dem Fall auch wieder mit Schlicker, einmal links und flach gedrückt. Und wieder flach gedrückt. Entschuldigung. Und entweder noch kleinere Kugeln als Augapfel verwenden. Oder vielleicht noch einfacher mit einem Stab ein Loch zu machen. Ich mache jetzt trotzdem die zwei kleinen Kugeln. Groß. Korrigiere ich noch einmal. Und am Ende kann man noch den Olaf mit kleineren Ausstechern, mit sozusagen Blümchen gestalten. Hierzu nehme ich als nächstes werden wir den Mund machen. Beim Mund, ich gebe das ins Profil, schneiden wir unter der Nase einen kleinen Schnitt und drücken das Ganze nach oben. Zum einen blickt der Olaf jetzt mehr nach oben und zweitens entsteht diese Mundöffnung. In diese Mundöffnung werden wir eine kleine Tonkugel flach drücken und hineingeben, so dass, sieht man das? Also hineingeben und dann mit dem Messer in der Mitte eine Kerbe machen, so dass das zwei Zähne werden. Ich glaube, man sieht das. Jetzt werden wir noch zwei oder drei kleine Blümchen als Gestaltung machen. Hierzu kann man natürlich mit einem Zentimeter auswählen. Ich empfehle aber, neben der Platte zu arbeiten und eine fast einen halben Zentimeter starke Platte auszuwählen. Also wirklich sehr dünn. Auszustechen eine Blume. Mit Schlicker ankleben, auch wieder andrücken und ein bisschen hin und her drehen und vielleicht zwei kleinere. In der Mitte eine kleine Vertiefung machen und dann kann man auch noch die Blütenblätter, wenn man möchte, einzeichnen. Der Gestaltung ist natürlich von meiner Seite her sind keine Grenzen gesetzt. Ja? Also jeder kann seinen Olaf oder seinen Schneemann gestalten, wie er möchte. Man könnte auch hergehen, zum Beispiel in der unteren Platte ein Muster hineinwalken. Ich zeige das nochmal kurz vor. Das müsste man aber am Anfang machen. Ja, also, und zum Beispiel mit einem Nudelwalker, der ein Muster drauf hat, dass man hier ein Muster einwalkt.
und den Olaf oder den mit dem Bau des Olafs dann erst beginnt. Gut, wenn ihr sozusagen die Farben, die ich kreiert habe, nicht verwendet, dann ist es jetzt sozusagen transportfähig zum Keramiker eurer Wahl und der kann das dann glasieren bzw. brennen. Ich möchte jetzt aber noch weiter zeigen mit den Farben, die ich da habe, wie das relativ einfach geht, damit die Kinder dann auch in einem Zuge das Werkstück bemalen können. Es ist vielleicht keramisch nicht ganz richtig, aber es funktioniert mit den von mir vorbereiteten Farben und es ist trotzdem schön, wenn die Kinder dann alle Arbeitsschritte machen können und nicht das Glasieren vom Keramiker gemacht wird. Dazu brauchen wir die Farben, die vorbereiteten, im Endeffekt weiß. Hierbei ist wichtig, dass man diese Farben gut umrührt. Gut. Eine Sache noch, einen Tipp fürs Transportieren der Keramiken. Grundsätzlich kann die Keramiken, also die Keramiken getrocknet werden und als trockener transportiert werden. Sie können natürlich auch als feuchter transportiert werden. Der Vorteil, wenn sie noch leicht feucht sind, ist, dass man zum einen, wenn was abbricht, man es noch angeben kann. Und zum anderen, durch das, dass sie leicht beweglich sind, ja, Stöße und so weiter auch leichter aushalten. Die wenigsten werden es schaffen. Ja. Trotzdem wäre es nicht blöd. Der zweite Tipp ist noch, besorgt euch bitte von Bäckereien diese stapelbaren Schachteln und gebt die Keramiken nicht übereinander. Das heißt, nehmt 5 Schachteln lieber und lasst jedes Werkstück einzeln in der Schachtel stehen und versucht nur mit Zeitungspapier so weit nicht einzupacken, sondern nur so weit zu sichern, dass es nicht zum zweiten Gefäß hinfällt oder umfällt oder so, auch wie auch immer. Auch wenn ihr flache Werkstücke habt, nie übereinander die unteren brechen. Ja? Gut, jetzt kommen wir zum Bemalen. Wichtig ist, dass diese Farbe ja, ganz gut umgerührt wird und es darf keine festen Stücke mehr in der Glasur sein. Das heißt, sie muss bis ganz unten zum Boden aufgerührt sein und sie ist eigentlich leicht, also breiförmig ist sie vielleicht nicht, aber sie ist auch nicht sehr flüssig. Ja? Also sie schaut sehr fest aus. Ich beginne beim Malen, also ich gebe dann, wenn ich einen Kurs habe mit Kindern, gebe ich die Farben in den einzelnen Schalen heraus, gebe in jede Schale einen eigenen Pinsel hinein, so dass man die Farben nicht durcheinander bekommt, dass man die Farben nicht mischt. Wir beginnen beim Bemalen immer mit den kleinen Sachen, ja, weil wenn es abringt, und das wird teilweise bei den Kindern die Farbe ablaufen, dann ist es beim Gelb vielleicht nicht so tragisch, weil ich dann noch mit Rot drüber male oder zum Schluss noch einmal das Weiß drüber male. Das heißt, ich beginne jetzt im Prinzip mit dem Gelb, mache in der Mitte einen Punkt in dieses Loch hinein, habe auch schon daneben gemalt, kann ich wegwischen, den Pinsel auswaschen für die zweite Farbe. In dem Fall, ich mache jetzt bunte Blumen, ich mache 2 blaue, eine rote, auch wieder auftragen. Je dicker die Glasur aufgetragen wird, je intensiver wird die Farbe. Und selbst ich schaffe es nicht hundertprozentig, damit dass die Farbe genau dort bleibt. Das ist natürlich der Nachteil, wenn man ein nasses Gefäß anmalt, dass diese Farbe nicht sofort wegtrocknet, sondern ein bisschen abläuft. Aber ich glaube, gerade mit Kindern, wenn man arbeitet, ist das nicht so tragisch. Und eine Blume noch rot. Ich habe die Farben vorher schon aufgerührt, darum seht ihr mich jetzt nicht rühren. Die Farben müssen aber immer wieder zwischendurch umgerührt werden,
damit man auch wirklich nicht Wasser erwischt beim Hineintauchen mit dem Pinsel, sondern auch wirklich Farbe. Die Nase in dem Fall orange haben wir nicht. Hier werde ich ein bisschen mit Gelb und dann mit Rot darüber malen. Wascht nicht immer wieder den Pinsel aus, nehmt immer wieder, also für die einzelnen Farben einen eigenen Pinsel, weil sonst durchs Auswaschen immer wieder Wasser hineinkommt und die Farbe natürlich immer dünner und dünner wird und dann noch schwerer zum Malen ist. Die zwei schwarzen Punkte auf den Augen. Und jetzt fürs Weiß nehme ich einen neuen Pinsel, ein bisschen einen größeren. Aha, das war jetzt nicht gescheit mit dem Wasser. Was ich gerade gemerkt habe, weil ich schon auf das Brett gepatzt habe, dass ich vergessen habe, das Werkstück auf einen Bierdeckel zu ziehen, damit man nicht das Brett komplett anpatzt und dann bei dem nächsten Schüler oder Kindergartenkind dann ein komplett nasses oder verdrecktes Brett zu haben. Auch hier gilt natürlich, wenn die Kinder den Boden grün malen wollen, dann fantasiefreier Lauf und auch wieder so gut als möglich, so deckend wie möglich versuchen, die Farbe zu verteilen mit dem Pinsel. Und wenn jetzt, so wie ich hier, mit dem Weiß darüber gepatzt habt, kann man dann natürlich noch einmal mit dem Blau ausbessern. Gut. Jetzt wieder in Schachteln verpacken. Auch jetzt muss ich die Keramik wieder zu einem Keramiker bringen, zum Brennen. Und dann kann die Ware fertig abgeholt werden.